Hallo Leute und herzlich willkommen zurück hier bei Assassin's Creed Valhalla. Wir sind hier in Jofurikshire immer noch unterwegs. Wir stehen kurz vor, wie heißt es, vor dem Stennwegelager. Genau, und wir müssen dort heute mit Faravid einmarschieren. In geheimer Mission, denn wir müssen immer noch rausfinden, ob Faravid Jarl Halfdan treu ist oder eben nicht. Mal gucken, ob wir es heute schon rausfinden. Ihre Späher sind tot. Die Pekten werden nicht wissen, dass wir hier sind. Die Hornissen haben uns zu ihrem Nest geführt. Da oben ist mehr als nur ein Anführer. Sieht wie das Kriegslager eines Heeres aus. Aber würden die Pekten es wagen, im Winter anzugreifen? Halfdan zufolge nicht. Und die Pekten könnten das zu ihrem Vorteil nutzen. Finden wir es heraus. So, finde und töte den Anführer der Pekten. Warum führen die Pekten im Winter Krieg? Sie müssen einen Grund haben. Etwas, wofür es sich lohnt. Ja, wird wahrscheinlich so sein. Aber ob wir den Grund rausfinden? Ich glaube normalerweise wahrscheinlich eher nicht. Aber bei Assassin's Creed zum Häuptling der Pekten schreiben ja viele Leute Tagebuch. Also werden wir es wahrscheinlich trotzdem wissen. Dann irgendwann. Hallo. Wo ist denn der Schlüssel gewesen? Schlüssel? Ach, da oben. Hier. Ich glaube, der wollte mein Messer nicht sehen. Na gut, dann halt nicht. Dann plündern wir die Truhe. Ach, ich bin blöd. Scheiße. Hätte so einfach sein können. Hätte so einfach sein können. Haben die anderen jetzt auch angegriffen? Ja, okay, die anderen sind jetzt auch hier. Was ist denn das Ding? Oh, hi. Naja, mir auch egal. Du! Hey, was machst du für eine Scheiße? Vor allem, wie viel kannst du abziehen? Voll OP, Alter. So, weg damit. Reichtum erworben und Schlüssel erworben. Und da drin ist noch ein Schlüssel. Wer hat das andere Ding? Da hinten. Plopp. Nee, lass das mal. Nee, hör mal auf mit der Scheiße. Nee, aufhören mit der Scheiße, habe ich gesagt. Hi Leute, ich muss hier nochmal durch. Nichts Besonderes. Wartest du sonst noch jemand? Nee? Okay. So, wo ist der andere Schlüssel? Da drin. Okay, mit dem sollten wir, genau. Mit Schlüssel Nummer 1 öffnen wir Tür Nummer 1. Dann haben wir hier Schlüssel Nummer 2. Hallo. Macbeth? So, was macht der denn hier? Außer Theaterstücke kaputt machen. Was bin ich froh, dass ich die Ausbildung abgebrochen hätte, sonst hätte ich jetzt schlimme Sachen auf mich gezogen. Naja, gut. Abgebrochen und abgebrochen sind zwei verschiedene Dinge, ne? Ich weiß nicht, ob ihr die komplette Geschichte kennt. Warum es bei mir jetzt Amazon geworden ist und ich nicht mehr mich zum Schauspiel ausbilden lasse. I don't know, aber es hatte seine Gründe und die sind nicht, dass ich keinen Bock mehr hatte. Belassen wir es dabei, wenn ihr die ganze Geschichte nicht kennt. Vielleicht erzähle ich sie irgendwann mal im Stream oder so. Who knows? Aber eigentlich solltet ihr die kennen. So, dann hier einmal aufschließen. Hallo, du bist der Anführer? Hi. Willst du dich zu den Gefallenen gesellen? Alan, Sohn von Mordek. So, Sohn von Mordek. Ihr Nordleute seid simpel. Kämpft simpel und sterbt simpel. Ja? Okay, wenn du das meinst.
So, flupp. Ende. Du bist auf der falschen Seite des Riesenwalds, mein Freund. Bist du gekommen, um im Winterkrieg zu... Du Narr! Vielleicht hätte er geredet! Wir haben, wofür wir herkamen. Ist das fränkischer Wein? Ich nehme ein paar Fässer. Und das Silber dort. Ulf, das ist Halfdans Anteil. Eivor, gerade rechtzeitig, um die Beute aufzuteilen. Nimm dir Met, wenn du magst. Die Pikten sind in Margon. Die Karte macht das deutlich. Ah, das Wolfsmal liest also. Das ist Zeder, düstere Magie, von der ich mich fernhalte. Lesen? Ja, alles klar. Alles hat seine Zeit. Mhm. Erst Schätze und Beute und später die Pikten. Du hast es dir verdient. Es sollte uns gehören. Wir haben die Arbeit gemacht, die ganze. Ja. Während Halfdan seinen Pimmel in einem Sachsenschloss warm gehalten hat. Schlag doch dieses Fass an und wir kosten. Wir feiern. Zusammen. Tut mir leid, Eivor. Das ist Halfdans Teil. Das verstehst du doch. Ja, alles gut. Na gut. Halfdan bekommt, was man ihm schuldig ist. Scheiß auf Halfdan. Wenn der Rabe Wein will, bekommt der Rabe Wein. Na los, Faravid. Wir haben doch gerade gesagt, dass das in Ordnung ist. Trinken wir was von dem stinkenden Wein. Dieser Typ ist irgendwie strange. Ein bisschen sauer, aber nicht schlecht. Ich war immer eher für Ale zu haben. Oder gewürzten Met. Was ich nicht trinke, sind Moiras Kräutergebräue. Sie behauptet, es wären Stärkungstränke, aber keiner weiß, was sie darin versteckt. Moira. Ich habe sie auf dem Fest getroffen. Sie ist eine Kräuterkundige aus dem Norden. Schleicht immer im Schatten von Halfdans Thron herum. Der Thron ist groß. Schleicht ihr nicht alle gelegentlich um ihn herum? Warum diese Zweifel, Eivor? Dein Handwerk ist der Krieg, nicht das Gerüchtekochen. Zweifel ist ein zu starkes Wort. Aber es gibt ein Gefühl des Misstrauens. Ich will, dass dieses Bündnis fest wie Eisen ist. Dann lass mich deine Meinung ändern. Ich habe einen Plan, wie wir diesen Krieg endgültig gewinnen, ehe der Winter da ist. Margon ist ein starkes Kastell. Aber wir greifen aus dem Süden an. Wenn wir schnell sind, überraschen wir sie. Mhm. Mit Halfdans Segen würde ich überall neben dir kämpfen. Sag mir, wo und wann. Nein, Halfdan kämpft nicht im Winter. Für ihn ist das Wagnis zu groß. Doch ich sage, wir können diesen Krieg vor dem nächsten Schnee gewinnen. Wenn wir ihm von diesem Plan erzählen, wird er ablehnen. Doch wenn wir Erfolg haben, du und ich, wird er uns umso lauter preisen. Ja, also ich finde, das zeugt nicht von Verrat, dass er... You know what I mean, oder? Er will ja das Beste für sein Volk quasi, auch wenn er da gegen die Wünsche des Königs handelt. Und wenn wir dabei sind, wird wahrscheinlich nicht so viel schief gehen, wie wenn er das alleine durchzieht. Nun gut, wir kämpfen. Und ich schwöre bei Sivs Klinge, dass ich Halfdan nicht sagen werde. Gut, sehr gut. Der Sieg ist unser. Ich muss für eine Weile nach Doncaster zurück. Aber ich werde mich dieser Schlacht anschließen. Übergib diesen Kelch meinem Jarl. Er schätzt sie sehr. Und sag ihm, sein Anteil an der Beute folgt. Wenn du bereit bist, komm zu mir im Heidelager, nahe Jofovik. Was ist denn... Was hat er denn nur mit den Kelchen? Dieser Typ und seine Kelche. So, zwei Beherrschungspunkte haben wir wieder. So, einmal Bärchen, einmal Wölfchen. So. Ja, ist ja in Ordnung. Habe ich doch schon ausgegeben. Gut. Weg in den Abgrund. Neue Quest. Auch schon ausgewählt. Ich wollte mal hier auf die Welt schauen. Wir müssen jetzt tatsächlich erstmal nach Doncaster zurück. Aber, wenn wir einmal hier sind, würde ich gern das hier erledigen. Weil wir sind einmal hier. Ne? Logisch.
Da haben wir auch noch was. Ja, und das hätte ich auch gerne erledigt, aber na gut. Da hinten. Okay, ich bin in die falsche Richtung gerutscht, aber ich glaube, es ist trotzdem schneller, wenn wir hier einmal außen rumreiten mit Plötze. Flupp. Ach, wisst der Scheiß drauf. Ganz ehrlich, ich mach das später. Nur weil das wieder wahrscheinlich so ein Fluchding ist, weil wir haben nur noch 3 Artefakte. Vielleicht ist es auch was anderes. I don't know. Ja, aber das eine ist auf jeden Fall der Animus-Glitch. Man hat ihn gerade in der Zwischensequenz mit Farravid auch schon sehen können, zwischen den ganzen Holzspeeren hindurch. Und dass Doncaster keine eigene Schnellreise hat, muss ich ganz ehrlich sagen, geht mir ein bisschen auf den Keks. So, Plötze, komm her. Wir müssen nach Doncaster. Mal wieder. Ah, oh, und wenn ich da... Plötze? Plötze bewegt sich irgendwie von alleine. Was ist denn gerade mit dir? Jetzt geht's. Also, ich bin froh, dass das Spiel nicht verbuggt ist manchmal. Ja, was ich gerade sagen wollte, wenn ich einmal in Doncaster bin, kann ich auch gleich Urlek spielen. Weil heute habe ich ein bisschen mehr Zeit. Obwohl ich heute auch wieder arbeiten muss. Aber es ist jetzt circa 11. Halb 4 muss ich. Also genug Zeit, um eine Runde Urlek zwischenzuschieben. Das wird also ohne Probleme klappen. Gut, ob die Würfelrunde ohne Probleme klappen wird, das ist die andere Geschichte. Ich hoffe einfach mal. Boah, dieses Spiel geht mir echt mittlerweile so auf den Keks, weil das so häufig ist. Gewinnt hat wenigstens Spaß gemacht. Also Gewinnt habe ich wirklich immer sehr gerne gespielt. Aber, boah, Urlek ist so... Uff. Das ist genauso wie das Würfelpoker aus Witcher 2. Das macht mal Spaß, aber immer... Boah. Nee, immer muss ich das nicht haben. Gut, aber wir müssen ja sowieso da hoch. So. Dann quatschen wir erstmal mit Halfdan und dann würfel ich gleich noch eine Runde. Und Eivor hat in letzter Zeit, glaube ich, echt ein paar Probleme mit ihrem Rachen. Wenn sie immer so rumkotzt. So halb. Trink den Rest. Ja, ja, danke, Moira. Das ist vorerst alles. Ihre Kräuter lüften vorübergehend den Nebel in meinem Geist. Wie lange bereitet sie diese denn schon für dich zu? Du schindest Zeit, Eivor. Sag mir, was du erfahren hast. Welche Neuigkeiten aus dem Norden? Die Pikten wurden zurückgeschlagen. Wir nahmen ihnen ihr Leben und ihre Schätze. Farravid bat mich, dir dies zu übergeben. Verspottet er mich? Farravid vergiftet den Wein, den er mir schenkt. Diese Kelche sind ein grausamer Scherz. Er lacht über mich. Wir erbeuteten tatsächlich einige Fässer voll fränkischem Schwarzen. Er sagte, sie seien für dich. Doch ich ließ ihn ein Fass öffnen. Wir tranken zusammen. Von Gift keine Spur. Sprich klar heraus, Eivor. Schmiedet er Ränke gegen mich oder nicht? Hat er Geheimnisse? Gib mir etwas, das ich nutzen kann. Nun musst du zwischen Verrat und Wahnsinn wählen. Zwischen dem Zahn der Schlange und dem Biss eines tollwütigen Wolfes. Farravid erbat sich mein Schweigen, doch Halfdan erwartet die Wahrheit. Wenn ich nicht vorsichtig bin, werden sich diese Lügen anhäufen. Eine auf die andere. Du bist schrecklich still geworden, Wolfsmal. Ich habe schwere Schlachten an Farravids Seite geschlagen und ihn als ehrbaren Mann kennengelernt. Nein, nein, dieser Mann ist gerissen. Er hat dich auch in das Licht geführt. Du musst weitersuchen. Wo ist er jetzt? Was tut er? Wir sollen uns im Heidelager treffen. Gut, geh zu ihm. Beobachte. Höre zu. Enthülle seine Lügen. Du wirst sie finden. Wenn du dich vor Gift fürchtest, Herr, musst du alles in Betracht ziehen. Selbst Moiras Gebräu. Unmöglich.
Moira ist schon seit Ewigkeiten bei mir. Sie ist keine Drohde, sondern eine freundliche und... Vielleicht könntest du mit ihr sprechen, es selbst herausfinden. Sie wohnt in Doncaster, nicht weit von hier. Wenn du etwas erfährst, suche mich nördlich von Doncaster auf. Einer meiner Späher dort hat beunruhigende Neuigkeiten. Bei Fuß, Björn. Okay. Wir gehen spazieren hinunter zum Tempel. So, finde Moira und sprich mit ihr. Öffne. Ach, da unten, okay. Ich verstehe nicht, warum da das steht. Öffne die Karte. Ich sollte mit Moira über dieses Gebräu sprechen, das sie Halfdan gibt. Ja, weil das nicht zielführend ist, die Karte mit M zu öffnen, weil es da eh nicht drauf steht. Man sollte dann sein Vögelchen holen. Okay. Willst du dich an Erlek versuchen? Eigentlich nicht, aber ich mach's trotzdem. Also, was meinst du? Spielen wir ein paar Runden? Leider ja, aber nur eine, wenn ich gewinne. Also gut, dann mal los. In Ordnung, legen wir los. Ja, Freunde, wir sehen uns gleich wieder. Ich hoffe, ich sterbe nicht an Langeweile. Bis gleich. Du hast gewonnen. Gleich nochmal. Vergiss es, du Penner. Mir reicht's fürs Erste. So. Ach, Freyas Überfluss, sehr schön. Ja, der hat mich fast kalt gemacht, der Dude. Hat aber zum Glück dann doch keinen Erfolg gehabt. So, Ewald, einmal bitte hier runter. Genau. So, wir müssen da unten hin, gell? Sie für mich sühnen. Aber nicht verfügbar. Nee, wir müssen genau in die andere Richtung. Okay. Dann nehmen wir genau die andere Richtung. So. Moira. Hallöchen. Moira? Da. Moira ist nicht hier. Moira? Geschätzte Schwester Moira, wir sprachen beim Festmahl über den Zustand meiner Frau, doch ich fürchte, er hat sich verschlechtert. Ich habe Angst, dass sie nie wieder erwacht. Bitte, ich flehe dich an. Komm rasch nach Wüke. Ein Brief aus Wüke. Wüke. Sie wird dorthin gegangen sein. Wüke? Ich sollte nach Wüke. Moira suchen. Oh, gruselig. Nach Wüke also. Die Söhne Jophowicks. Da liegt Wüke. Weg in den Abgrund. Okay. Dann begeben wir uns dort mal hin und sprechen mal mit der guten Frau. Was tue ich? Hä? Ach, man kann das nochmal synchronisieren, wenn man auf E drückt? Interessant. Sehr interessant. Gut, also von mir aus. Gut, So, einmal die Plötze-Taste. Und dann an den Wölfen vorbei. Schön, dass hier Schafe einfach so rumrennen und da drüben Wölfe sind. Anscheinend stören die sich gegenseitig nicht so wirklich, wie man denken würde eigentlich. Hi, Bärchen. Vergiss es. Du bist mir sowas von egal. Ja, Plötze kommt drüber. Sehr schön. Ich hatte kurz gezweifelt. Ich gebe es ja zu. So, einmal hier rüberschwimmen. Vielen Dank, Kollege Plötz. Schnellreise. Hätte ich das gewusst, hätte ich die schon mal geholt. Irgendwann mal. So. Ein kleines Dorf. Welches Haus wohl Moiras ist? Ich würde schätzen, dort hinten. Ein kleines Dorf. Welches Haus wohl Moiras ist? Hey, wie, welches Haus von Moiras ist? Ich meine, die hat ja gar kein Haus, die muss ja hier nur helfen. Komm schon raus, du Heidenbraut! Was soll die Aufregung? Halt du dich da raus, in dem Haus ist eine Drude. Wir sind hier, um es niederzubrennen. Sie ist keine Drude, sie ist Halfdans Heilerin. Das beweist es! Düstere Magie! Verschwindet hier, ihr alle! Sonst schlage ich euch blau! Du kannst dich nicht ewig verstecken! Leute, haut ab! Lass diese Frau in Frieden! Ein falscher Blick! Und es wird das letzte gewesen sein, was ihr gesehen habt! Hat er recht! Moira, es ist jetzt sicher! Gut. Na du?
Wollen Sie hin? Achso, hilf Moira aus dem Haus zu entkommen. Deswegen rennt sie weg. Hier sind wir sicher. Hab Dank, Eivor. Ich danke dir 1000 Mal. Und würdest du dein eigenes Gebräu trinken? Ja, sogar gerne. Tatsächlich tue ich das recht häufig, bevor ich es Halft angebe, um sicherzustellen, dass es nicht zu bitter ist. Wenn du sagst, dass es keine Heilung für Halftans Leiden gibt, dann meinst du, dass sein Geist verwirrt ist? Ich befürchte es. Dasselbe Übel befiel auch meine Mutter. Der Körper bricht zusammen und der Geist zerfällt mit der Zeit. Es ist schrecklich. Ich brauche deine Hilfe, Moira. Das Gebräu, das du für Halftan mischst. Was ist darin? Oh, das ist eine bunte Mischung. Lass mich überlegen. Lavendel, Rosmarin, Mädesüß, Schafgarbe. Beruhigende Kräuter. Nichts Ungewöhnliches. Ich sollte zu Halftan zurückkehren. Er sagte, er wäre am Tempel der Brigantia. Sprich das ihm gegenüber nur sehr vorsichtig an, wenn überhaupt. Okay. Tempel der Brigantia. Ach, da direkt um die Ecke. Gut, dann reiten wir da mal hin. Mädesüß, ich meine, gab es da nicht eine Folge mit heidnischen Göttern in Supernatural mit Mädesüßgrenzen? War das nicht das? Weiß nicht, wenn ich falsch liege, dann könnt ihr mich gerne berichtigen. Aber ich meine, es war genau das. Egal. Wir gucken mal, was wir hier für ein kleines Rätselchen haben. Oh, ein Dränger. Hi, na? Sei gegrüßt, Krieger. Das hier gehört dir? So ist es. Ich bin Gutfried Wohlgewandt, gefeierter Dränger des großen heidnischen Heeres, treuer Gefolgsmann von Ragnar Lodbrok. Ich suche einen letzten sauberen und ehrbaren Kampf, da ich alt und gebrechlich werde. Ich will auch im Todesröcheln meine Würde behalten. Du sorgst dich gut um dich selbst. Meine Kriegskleidung ist makellos, gut gepflegt und rein. Ragnar brachte mir hier über den Sommer meine Selbstachtung bei. Ein reines Gewissen, ein makelloser Eid und unbeschmutzte Treue sind von größerem Wert als jedes gereinigte Rüstungsteil. Weise und wahre Worte. Habe ich nun die Ehre? Ein sauberer Kampf ist alles, worum ich dich bitte. Ja klar. Möge Odin unserem Tanze beiwohnen. Kämpfen wir. Dein Gewand wird noch ein letztes Mal von Rabenwein getränkt. Meine Kampfeisen sind in bestem Zustand. Danke. Gutfried Wohlbrand. Flupp. Du hast auch zwei große Äxte. Flupp. Ey, nee, lass das mal. Jetzt kämpft er mit zwei. Mit zwei Schilden, auch nicht schlecht. Makellos, diese Treffsicherheit. Also dieser Typ switcht seine Waffenvielfalt wie sonst was. Meine Waffen sind stumpf und unrein. Ich will nur scharfe und saubere verwenden. Nur die Feinde. Okay. Nein, warte mal. Ich habe keine Ausdauer mehr. Warte mal kurz. Was ist denn mit dir? Auf die Schnauze! Ich blute aus sauberen Wunden. Ich danke dir für diesen letzten Kampfesgesang von gut gefertigtem Eisen. Geh deinem makellosen Sieg entgegen. Lebe wohl, ehrbarer Dränger. Mach es gut, Kollege. So, Tod bestätigen. Ach ja, Nummer 5, wenn ich richtig liege. Ich weiß aber, wie gesagt, leider nicht, wie viele es nochmal gab. Was ich ein bisschen problematisch finde, so jetzt stapfe ich hier nochmal rein. Oh, plündern. Entwurfseherin, sie. Was? Haben wir gerade. Warte mal. Haben wir gerade aus Versehen die Schatzkarte von Jofurwikschir gelöst? Jofurwikschir? Nee, eigentlich nicht. Oder doch? Stimmt, das müssen wir auf jeden Fall noch machen. Könnte doch sein.
hier mit all den Flüssen, Brücke, so ein kleines Ding. Brücke, Flüsse. Wir haben tatsächlich gerade das Rätsel gelöst, aber die, das Ding verschwindet mal wieder nicht. Na gut, na gut. Soll mir egal sein. Hauptsache, wir haben das Teil, auch wenn die Schatzkarte nicht verschwindet. Der Plätze. Oh, ist das cool hier, die Lavendelfelder. Das ist echt schick. Wow. Nur die Löwen könnten im besseren Zustand sein. Naja, gut. Dann reiten wir einmal zu Halfdan. Was der Typ auch immer bei der Ruine hier will. Ich meine, das war die, die hier so halb unter Wasser war, als wir Richtung Jovorik geritten sind. Halfdan! Halfdan? Oh, hilf mir. Sei meine Augen. So. Wer ist da? Nur ich, Halfdan. Alles gut. Halfdan, gut, dass ich dich hier finde. Ah, die Rabennährerin kehrt zurück. Und nun still, ich jage eine Gruppe von Verrätern, die sich in diesem Sumpf rumtreibt. Wer hat dir von den Abtrünnigen erzählt? Mein Speer. Er bat mich, zu ihm zu kommen, aber ich finde ihn nirgends. Sieh dich um. Sag mir, wenn du etwas gefunden hast. Eivor, okay. Such die Vorsprünge und... Lass Flieg, Freundin. Eivor, such die Vorsprünge und Aussichtspunkte ab. Er könnte uns von oben beobachten. Okay, da oben. Ey, ernsthaft. Eivor ist manchmal ein wenig kompliziert. Los, hier hoch. Sollte doch hoffentlich gehen. Ja, sieht gut aus. Er klammert sich ans Leben. Ich sollte ihn nach unten tragen. Na, Kollege. Ah, deswegen. Gibt's hier die... Hilfe! Hallo? So, können wir hier schon nach unten? Ja. Halfdan, dein Speer sieht nicht mehr so gut aus. Olaf! Tut mir leid, dir das zu sagen. Ich habe dein Speer gefunden, doch seine Wunden sind tief. Olaf. Armer Olaf. Er wird mit Ehren begraben. Dafür sorge ich. Geh über die Brücke, alter Freund. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Jonton könnte die Angreifer aufspüren. Hol sie dir, Junge! Guter Junge, folge der Spur! Ja, hopp! Ja, los, kleiner Wauwau, wir folgen dir. Erschnüffle sie, Junge! Wir färben den Boden mit ihrem Blut! Theoretisch ja. Praktisch weiß ich nicht, ob das tatsächlich Verräter sind. Wer sind diese Männer, die du des Verrats verdächtigst? Diebe, die meine Kriegsbeute gestohlen haben. Sieht verlassen aus. Bist du sicher? Die Spur endet, aber niemand ist hier. Suche nach den vermeintlichen Verrätern. Ja, jetzt. Ja, ja, ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Hier waren wir schon mal. Und damals hatten wir hier etwas, wo wir nicht weiterkamen, wenn ihr euch erinnert. Die Rohre sind geplatzt und haben den Tunnel überflutet. Komm mal kurz. Sieh dort. Die Rohre gehen durch die Wand. Könnte es dahinter noch Räume geben? Eivor, da ist etwas. Genau dafür ist das hier. Die Römer verstanden ihr Handwerk. Diese Kammern sind weitläufig, hübsch anzusehen und mit Rohren bestückt. Sie wurden wahnsinnig und verschwanden, wie ihre Götter. So steht es in Moiras Büchern. Ah, hier, siehst du? Kriegsbeute, meine! Mir gestohlen! Man setzt mir von allen Seiten zu, Eivor. Ränke, Schmiede, überall! So ergeht es Königen und Jarls.
Dein Reich ist groß und wohlhabend. Jeden Tag ändern meine Entscheidungen das Leben von Tausenden. Nur wenige könnten diese Bürde tragen. Doch ich tue es. Du hast Moira getroffen. Was hast du erfahren? Sie meint es gut. Ich glaube nicht, dass sie dich vergiften würde. Nicht mit Absicht. Sie sagte zudem, sie hätte deine Krankheit schon einmal gesehen. In ihrer eigenen Familie. Sie sei schleichend, doch unheilbar. Nein, nein, nein. Das ist keine Krankheit, sondern Gift. Irgendwie vergiftet mich jemand. Horch. Das werden die Diebe sein, die meinen Schatz gestohlen haben. Finden wir sicherlich gleich raus. Hallo Freunde, seid ihr die Diebe? Du! Und Halfdan, seid gegrüßt! Kommt, füllt eure Bäuche mit Met! Ihr habt meinen Tribut gestohlen. Er gehört rechtmäßig mir. Er war für mich bestimmt. Wir haben nichts gestohlen. Faravid hat uns dies geschenkt. Für einen schweren Tag des Kämpfens. Und nahmt ihr meinen Speer, Olaf, mit in diesen Kampf? Euren Waffenbruder? Musste er auch für diesen Schatz sterben? Das war Olaf? Dieser Narr. Wir dachten, er wäre ein Dieb. Die einzigen Diebe hier sind die, die meinen Met saufen und mein Silber mit Spucke polieren. Ihr, Feiglinge und Verräter! Diese Beute steht uns zu, Jarl. Für gewonnene Schlachten und vergossenes Blut. Eivor, sag es ihm! Als ob ich dir zustimme, du Penner. Das ist Verrat. Und Verrat wird durch Tod bestraft. Tod? Okay. Faravid behandelte uns besser, als du es jemals tatest. Faravid ist ein Nichts und ihr seid noch weniger. Ist einfach nur ein Penner. Auch ein Schädelspalter, der muss erstmal weg. Ach, er ist auch ein Schädelspalter. So, Wolf weg. Kriegsbandenanführer. Ach, so sinnlose Tode. Und trotzdem kommen sie jetzt nach Valhalla. Sie zwangen mich dazu. Beherrsche deine Angst, Halfdan. Sie kann deinen Geist vergiften. Faravid hat diesen Mann getötet, nicht ich. Seine Tücke und Ränke zwangen mich dazu. Er... Vergib mir, ich... Unter diesen Fellen wird mir heiß. Die Tage werden wärmer. Du hast ein Treffen mit Faravid. Ist das richtig? So ist es. Im Heidelager. Ich kenne den Ort. Die Stelle befindet sich zwischen Jofovik und Pitscheringer. Bedränge ihn, Eivor, so sehr es geht. Lass nie nach und bringe mir einen Beweis seines Verrats oder seiner Unschuld. Wir tun, was wir können. Kein Recht. Sie hatten kein Recht. Es gehört rechtmäßig mir. Ja, Pfarrer wie die Ratte. Worte sind giftig. Oh Gott, der Typ, ey. Voll in seinem Wahnsinn gefangen, ey. Das geht, glaube ich, nicht so gut aus, wenn wir den einfach gewähren lassen. Webernass. Naja, reiten wir doch mal über die Sachen hier rüber. Bis wir dann zu den Söhnen Jofovics kommen. Wo ist denn eigentlich... Ich dachte, das wäre das hier oben. Margon, ja, das ist das. Warum müssen wir uns denn hier treffen? Verstehe ich zwar nicht ganz, aber gut. Komm mal her, Plätze, hm? Kleines hübsches Pferdchen. So, das sind 800 Meter, das sind 300 Meter. Na, Kollege? So. Dann gucken wir doch mal. Ein Schlüssel und eine Truhe. Oh, hallo Wölfies. Tschüss. Schlüssel auch hier unten? Nee, der Schlüssel ist oben.
Ist denn der Schlüssel? Ja, der Schlüssel ist wirklich oben. Verdammt! Da war ich zu voreilig. Hallo, na ihr? Ja, das kann nicht jeder. Zielen und treffen, obwohl man nichts sieht. So, wo ist jetzt der Schlüssel? Schlüssel? Hä, doch unten? Wie jetzt doch unten? Oder gibt es hier noch einen anderen Eingang? Könnte das vielleicht sein? Ja, das ist so auf halber Höhe. Hey, wo bitte? Oder geht's hier einfach weiter? Ne, hier ist nur Schlangi. Okay. Dann muss es noch einen zweiten Eingang geben. Vielleicht sagt der Brief uns ja. Erinmund, mein Sohn, Sie haben das Dorf geplündert, aber deine Mutter und ich konnten uns in Sicherheit bringen. Unser Familienerbe ist gerettet. Wir verstecken uns in den Ruinen. Stoße zu uns, sobald du das hier liest. Dann werden wir zusammen in Jofavik Hilfe suchen. Okay. Hier rein? Nee. Aber so ähnlich. Ich muss sehen, was du siehst. Da geht's runter. Ach komm, ich nehme es mir mit. Wenn es hier ist, werden wir es brauchen. Da kann ich mir wieder einen Punkt sparen. Einen Adrenalinpunkt. So. Plop. So, nu aber Schlüssel. Die nehmen wir auch mit. Und dann... Was? Noch ein Wolf oder wie? Ah ja, hi. Au. Halt die Fresse. Blödes Vieh. Ja, da ist ja noch einer. Wo kommt ihr denn alle her? So, nu aber. Du. Hi. Mann, oh Mann. Noch einer. Lasst mich doch alle in Frieden. Ich hab mit euch kein Business zu tun. Boah, wie viele ihr seid. Das ist ein riesiges Rudel, ey. Okay, da war plötzlich zu dick. Da wollte es lieber drüber hüpfen. So, mal schauen. Was haben wir hier für ein Rätselchen? Hier riecht eine normale Person. Verwesung. Schnellreise freigeschaltet? Okay. Hallo. Halt. Halt? Halt, Cunningham? Hallo? Ach, hier. Gar nicht gesehen. Peinlich. Halt! Keinen Schritt näher! Keine Sorge, wollt nur das. Was ist denn los? Es gibt keinen Ausweg mehr. Bitte, tu mir nichts! Warum bist du noch hier? Ich bin bei meiner Familie geblieben. Der Welkfluch rafft sie dahin, doch ich will sie nicht alleine lassen. Der Welkfluch? Eine Krankheit, die oft lange unerkannt bleibt, bis es zu spät ist. Das ganze Dorf hatte sie. Sie zerfrisst den Verstand des Betroffenen, macht jähzornig und am Ende ist die arme Seele völlig verkrampft. Geh fort, Kind. Deine Familie wird bald sterben und in diesem Dorf gibt es nichts für dich. Aber mein Vater und meine Mutter... Sie werden im Tod Frieden finden. Lebe für sie. Das hätten sie gewollt. Ich... Du hast recht. Ich sollte mich nicht an etwas klammern, das längst verloren ist. Das Dorf. Hier, ein Schlüssel, was du nach den Kranken suchst. Wenn ich ihnen noch mal gegenübertrete, weiß ich nicht, ob ich gehen kann. Na ihr? Mein Kopf. Alles verschwimmt. Eine Fee. Nein, ein Dämon. Dieses Dorf hinterlässt ein bitteres Vermächtnis. Aber so ist es eben in dieser Welt. Es wird sie nicht retten. Aber vielleicht kann es ihr Leid etwas lindern. Eine Liste. Mit Namen und Alter.
Alle von der Seuche dahingerafft. Vom Welkfluch. Der Gestank. Sie scheinen viel durchgemacht zu haben. Erambert, 5, letzte Woche an der Seuche gestorben. Erlefrieda, 27, 3 Tage später. Brantok, 29, sofort nach seiner Frau. Wilfried, 36, 5 Tage später. Hilda, 28, 3 Tage später. Oh Mann, ey. Kann ich irgendwie... Es tut mir auf der einen Seite leid, auf der anderen Seite ist es, glaube ich, besser, sie jetzt schnell umzubringen, als sie noch ewig leiden zu lassen. Vor allem, wenn jetzt keiner mehr nach ihnen sieht. Ja, da hätten wir uns die Mahlzeit sparen können, aber... Okay. Hörst du? Ich wollte gerade sagen, ich höre es doch. Oh Mann, der Welkfluch. Ist das vielleicht auch das, was Halfdan befallen hat? Könnte das sein? Überblicke das Land, Freundin. Klingt fast so, wenn man das Krankheitsbild sich so angehört hat. Eivor, na du? Willkommen! Vernichte mit mir dieses goldene Getränk. Ja, gucken wir mal. Du hast es geschafft. Komm, trink etwas. Du bist mir ein paar Hörner voraus. Doch, immer noch klar. Sag mir, wie meinem alten Freund sein Kelchgeschenk gefallen hat. Ihn beschäftigte anderes. Einer deiner Männer, Ulf zum Beispiel. Er starb beim Beschützen der Beute, die er von Halfdan gestohlen hatte. Ulf. Armer Ulf. Ich sagte ihm, er solle seine Zunge hüten, doch er musste sie ja wie ein sabbernder Hund schwingen. War Halfdan schon immer so aufbrausend? Nein. Reichtümer und Ruhm haben ihn verändert. Er ist nicht mehr, wer er einst war. Die Lieder der Skalden und der Silberglanz können selbst die Besten unter uns verändern. In vergangenen Tagen war er unerschütterlich. Doch er hat den Biss verloren, den er einst hatte. Er ist zu vorsichtig. Er grübelt und zögert. Wo sind wir hier? Ich hatte eine Armee erwartet. Bereit für den Krieg. Dies war unser erstes Lager in Nordhümbre. Ich kam mit Halfdan und seinen Brüdern, Ubba und Ivar, her. Wir belagerten Jofovik und brachten König Erla unter die Erde. Das waren gute Zeiten, die nun lange vergangen sind. Was ist das alles? Mein Anteil des Schatzes, den wir in jenen fernen Tagen erbeuteten. Ich vergrub ihn hier für schlechte Zeiten. Dieser Beutel ist schwer vom Silber. Genug, um für ein Heer zu zahlen. Komm, ein Wettrennen nach Jofovik. Erinnere mich an die glorreichen fernen Tage. Du bist zu betrunken, um ein Rennen zu gewinnen. Trink auch etwas, dann ist es gerecht. Gut. Worauf wartest du, Eivor? Auf den Frühling? Warte, ich muss trinken. So, Fabio, sehr gelacht, wenn ich dich nicht schlagen könnte hier. Nach dem Rennen nach Jofovik. Du musst auf, dass du lang. Nicht vom Pferd fällst. Wir sehen uns in Jofovik. Tun wir das? Das Ende ist am Südtor. Warum reite ich denn nicht gleich dahin? Warum müssen wir uns an den Weg halten? Ich guck mal eben auf die Map. Ja, easy. Ein bisschen weiter links halten, dass wir gleich wirklich von Süden reinkommen. Hier noch Pfeile parallel einstecken. Oh, das hat nicht so gut geklappt. Oh, das hat schon besser geklappt. Wildschweine. So. Niemand hat gesagt, dass man nicht abkürzen darf, oder? So, gewonnen. Haha. Hast du Probleme mitzuhalten? Mein Pferd muss tiefer in den Becher geschaut haben als ich. Was tun wir in Jofovik? Das hast du gar nicht gesagt. Ein Besuch bei unserem König Rixige. Lang möge er herrschen. Ich habe nicht genug Männer, um die Pikten allein zu schlagen.
Aber mit Rixige und seiner Fürte erledigen wir das. Du würdest einen Puppenkönig in diesen Kampf einbeziehen, aber nicht deinen Jarl? Behalte das für dich. Die Straßen haben Ohren, die Fenster Augen. Diesem Maß an Täuschung habe ich nicht zugestimmt. Das hättest du mir vorher sagen sollen. Eivor, Eivor! Hätte ich meinen ganzen Schlachtplan beschrieben, hätten wir das Lagerfeuer vielleicht nie verlassen. Mir ist das Licht des Feuers lieber als das Dunkel deiner Pläne. Tu das nicht noch einmal. Okay, es wird ein bisschen zwielichtiger mit ihm. Ja, ich bin gespannt, wie das alles hier noch enden wird. Ah, diese scheiß Kapuze ab. Ja, das war's. Wieso? Seit dem Julfest habe ich keinen einzigen Tropfen Wein mehr angerührt. Ein Grund mehr, beim Ehe zu bleiben. Kommst du jetzt, oder ist dein Pferd plötzlich alarmt? Suche die königliche Halle auf. Warum bleibe ich bei ihm, wenn ich das gar nicht muss? Was haben wir hier? 300? Warte mal. Ach so, das ist außerhalb. Okay. Okay, okay, okay. Ich war gerade so, hä? Wäre doch jeden Monat Julfest. Schinderei bringt mich um. Ja, nö. Eigentlich war in dem Monat auch schon nicht mehr Julfest, als ihr es gefeiert habt, aber egal. Warte. Ich muss dich um einen Gefallen bitten. Erwähne nicht, dass Halfdan unsere Pläne nicht kennt. So ist es besser. Bist du des Wahnsinns? Rixige ist Halfdans Untergebener. Du setzt ihn großer Gefahr aus, wenn er gegen den Willen seines Herrn handelt. Rixige kann keine Befehle missachten, die er nie gehört hat, oder? Vertrau mir, ich nehme die Schuld auf mich, sollte dieser Plan scheitern. Okay. Er hat bisher eigentlich noch nicht wirklich was getan, um ihn zu misstrauen, außer diesen einen Typen getötet. Aber wir hatten ja die Angriffspläne der Pikten. Von daher, ich weiß nicht. Eivor Wolfsmal und Halfdans Kelchträger. Welch merkwürdige Überraschung. Ich hoffe, der Tag findet dich und Jorvik wohl auf vor. Ja, wir halten uns wacker. Mit dem bisschen, was uns noch gehört. Doch der neue Krieg wird uns wieder Wohlstand bringen, bis der Tribut eingefordert wird. Ich rieche die Galle in deinem Atem, König. Vergiss nicht, wer hier das Sagen hat. Oh, hilf meinem Gedächtnis doch auf die Sprünge. Gestern war es Halfdan. Doch heute höre ich Geflüster, dass du den Angriff führst. Ich bin verwirrt. Ja, du gehorchst, Halfdan. Und nun befiehlt er einen letzten Schlag gegen die Feste der Pikten in Margon. Um einen Krieg solchen Ausmaßes gegen den Norden zu führen, braucht es eine riesige Menge Silber und ein großes Heer. Meine Soldaten und das Silber sind schon bereit. Ich erwarte dasselbe von dir. Ich habe meine Hilfe zugesichert. Die Schlacht muss entscheidend sein. Ich verstehe. Und du hast diese Befehle schriftlich, ja? Vom großen Halfdan selbst? Nicht hier. Doch du kannst dir sicher sein, dass Halfdan dich braucht. Er erwartet einen raschen Sieg. Es tut mir leid, Faravid. Doch mein Pflichtgefühl zwingt mich abzulehnen. Ohne eindeutige Befehle von Halfdan werde ich nicht das Leben so vieler aufs Spiel setzen. Du widersetzt dich? Das tue ich. Dir ein Heer zu schenken ist eine Gefahr für meinen Ruf und Wohlstand. Das will Halfdan ganz sicher nicht. Er braucht einen starken und treuen König. Du maßt dir an, zu wissen, was Halfdan will? Hören sagen genügt nicht. Dies könnte genauso gut eine weitere Prüfung Halfdans sein. Hat ja gut geklappt, ne? Richtig erfolgreich. Dieser Sachse ist die größte Schlange Nordhimbris. Doch wir brauchen sein Heer, um Margon einzunehmen. Und wir bekommen es, wenn wir Halfdans Befehlsschreiben fälschen. Das würdest du tun? Falsche Befehle verfassen und für echt verkaufen? Ja, und ich weiß auch, wer uns dabei helfen kann. Hjör aus Jorvik. Er wird wissen, was wir brauchen. Gut. Hjörs Lieblingsschenke ist unweit von hier. Dort könnte er sein. Gut. Gehen wir mal zu Hjör. Auch wenn die Folge nicht mehr allzu lang sein wird. Eigentlich dachte ich, wir machen gleich den Krieg, aber anscheinend ja wohl nicht, ne?
finde dich hier und sprich mit ihm. Du, 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 du. Lieblingsschenke. Dahin. Was siehst du, alte Freundin? Nichts, was du nicht auch gerade schon gesehen hättest, Eivor. Ich muss sagen, ich vermisse zwar so ein bisschen die Adler aus Odyssey und Origins, die die Leute markieren können, aber... Ja, ich finde, in Valhalla braucht man es auch nicht unbedingt. Genau, wo ich dich erwartet hatte. Bei den Göttern, Eivor! Ein Glück, du kommst gerade recht. Und was wird das jetzt? Geh nach Hause, belästige meine Freunde nicht, sonst gibt es Schläge. Wenn ich dir dein Hirn zermatscht habe, belästige ich, wen ich will. Boxkampf. Ja, Boxkampf. Mach's gut. Flop, flop. Auf die Fresse. Hey. Bam. Bam. Achso. Ey, was denn hier mit dir? Hä? Ist ein Arsch offen oder was? So. Den Klopp enthackt. Upsi. Wenn ich an unseren ersten Faustkampf zurückdenke, bei diesem Mini-Rätsel, damals noch in Nordwege, zum Kämpfen geboren. Sieht das jetzt schon ganz anders aus. Danke, Wolfsmal. Diese Männer wachen sicher bald auf. Hoffentlich sind sie dann vernünftiger. Was führt dich zurück nach Jovorvik? Ein geheimer Auftrag für Halfdan. Ich brauche ein Heer, um die Pikten im Norden zu stellen. Hat Halfdan einen Angriff geplant, den er sich nicht leisten kann? Sieht ihm nicht ähnlich. Damit wir uns verstehen, der Plan ist von Faravid, nicht Halfdan. Weiß Halfdan von dem Plan, oder? Nein, aber er hat mir freigestellt, so zu handeln, wie ich muss. Die Gründe dafür sind vertraulich. Ja, wir hörten die Gerüchte. Und all unsere Nachrichten blieben unbeantwortet. Kannst du mir mit deinem Trickreichtum helfen? Ich brauche einen gefälschten Befehl Halfdans, um Rixiges Mitarbeit zu erzwingen. Ihr geht ein großes Risiko ein. Dafür bin ich dankbar. Wir können uns vor der Halle treffen, sobald ihr die Dokumente habt. Eivor, leiste mir Gesellschaft. Okay. Dann leisten wir die Gesellschaft. Was ist denn los? Achso, hier interagieren? Okay. Ihr beiden scheint euch hier gut eingelebt zu haben. Ja, wir schätzen die Bequemlichkeiten hier. Aber ich denke noch immer an Nordwege, die Kälte und die Wärme. Gib auf der Straße 8, Eivor. Ich versuch's. Ja, das tun wir. So, okay, dann wieder zu... Oh, hab ich gerade gesehen. Wir haben ja eine Mahlzeit verloren. Ah ja, und gerade eine auf die Fresse gekriegt. So, aus dem Weg, Leute. Du, 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 du. Dann wollen wir mal... Nehmen wir mit. Lecker, lecker, lecker. So, da wollte ich auch mal gucken. Erstens haben wir hier wieder Beherrschungspunkte. 3 Stück sogar. Wow. So. Und was die Verbesserungen hier machen. Wir brauchen immer noch Eisen und wir brauchen immer noch Stoff. Wow. Okay, wir müssen mehr von den kleinen Kisten plündern. Eindeutig. Na schön. Oder wir kaufen uns irgendwann mal Stoff. Wäre, glaube ich, auch nicht die schlechteste Idee. Aber nichts für jetzt, denn jetzt möchte ich eigentlich nur noch die Befehle überreichen und das wär's dann. Hier, nimm diese Fälschung und bete, dass König Rixiger nichts auffällt. Ich vertraue darauf, dass du weißt, was du tust. Ja, ich hoffe auch, dass ich weiß, was ich tue. Danke, Chör. Direkt von Halfdan, wie du siehst. Ja, ja. Nun, Halfdans treue Esel mögen sich dem Kampf verschrieben haben. Doch meine Hilfe hat ihren Preis. Wenn du von Silber sprichst... Denk daran, dass deine Soldaten mir gehören.
Guter Mann, du meinst sicher Halfdans Soldaten, denn die sind Halfdans Befehle, richtig? Ich scherze nur, ein kleiner Spaß. Ist somit alles geklärt? Wenn Halfdan es befiehlt, dann stelle ich meine Fürth auf. Und du bekommst ein kämpfendes Heer. Gut, mach sie umgehend bereit. Dies muss bald geschehen. Sobald sie angetreten sind, Faravid. Und nicht früher. Eivor, auf ein Wort. Ich sehe dich in Stenwege. Stenwege ist jetzt das Lager von denen? Okay. Faravid ist Halfdans Mann. So auch Hemings Clan aus Snoting Ahamshir. Und wir hier in Jorforvik. Doch nicht du. Ich mag es nicht, wenn Worte um Dornen tanzen. Für wen kämpfst du wirklich? Wir alle kämpfen für Halfdan und für Nordhymbre. Treu bis in die letzte Phase. Warum fragst du nach Treue? Was treibt dich um? Nur eine harmlose Frage. Treue ist ein Wort, das leicht wie Honig von den Lippen kommt. Süß im Geschmack, doch nicht von Dauer. In Nordhymbre brodeln Dinge, die selbst dir verborgen bleiben. Höre auf meinen Rat und sei achtsam. Faravid sollte in Stenwege warten. Das denke ich auch. Quest abgeschlossen, die Söhne Jorforviks und nächste Quest, Anmaßungen der Ehre. Oh, was tue ich denn hier schon wieder? Tröd. Sorry, ich wollte mal eure Gespräche unterbrechen. So, Freunde, das wäre es für die heutige Folge gewesen. Wir sehen uns hoffentlich in der nächsten wieder. Dann werden wir den Angriff, ja, glaube ich, durchführen auf die Pikten, auf die letzte Stätte von denen. Und mal gucken, wie es dann weitergeht mit Faravid und Halfdan. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!